Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich zum neuen Video von mir über No Rest for the Wicked. Ich habe euch ja im letzten Video schon angekündigt, dass ich bei diesem Spiel up to date bleiben werde und auch euch auf dem Laufenden halten möchte. Deswegen auch heute dieses Video mit ein paar coolen Metriken zu dem Test, der stattgefunden hat für die Content Creator, wo ich war nicht dabei. Das möchte ich nur mal kurz sagen, nicht, dass ihr denkt, ich habe hier diese Tode verursacht. Das kann natürlich gar nicht sein. Aber ich möchte euch trotzdem ein bisschen diese Daten näher bringen, weil man ein paar coole Dinge auch rausziehen kann. Des Weiteren werden wir über ein paar Twitter-Meldungen reden und wir werden auch noch um das Game herum ein paar Sachen besprechen, auf die ich euch gerne hinweisen möchte. Am 18. April geht es los mit No Rest for the Wicked und falls ihr das Game noch nicht kennt, checkt natürlich gerne mein letztes Video ab. 18 Minuten gebe ich euch die volle Infoladung, damit ihr möglichst alles über das Game wisst, was es momentan zu wissen gibt. Thomas Mahler ist einer der CEOs, glaube ich, oder der CEO von Moongame Studios, den ihr auch bei der Präsentation kurz gesehen habt oder vielleicht auch im Interview mit Riker kurz gesehen habt. Und er hat einen Post gemacht auf Twitter, das war allerdings auf Englisch. Hier haben wir eine deutsche Übersetzung vom Browser, also nicht denken, dass der das so geschrieben hat. Das ist die automatische Übersetzungsfunktion, die ich benutzt habe. 89 Spieler spielten das Spiel insgesamt 7 Tage, 21 Stunden, 33 Minuten lang mit einer durchschnittlichen Sitzungslänge von 45 Minuten. Und ich denke, da fängt es erstmal an, worauf wir heute einfach mal kurz zu sprechen kommen möchten. 45 Minuten, dass sie im Game sind, finde ich, ist durchschnittlich betrachtet eine sehr gute Sache. Also die Leute, die dann reingestiegen sind ins Game, haben nicht schnell wieder ausgeschaltet, vor allem im Durchschnitt nicht. Ja, sonst wäre ja das viel weniger, sondern viele Leute sind über 45 Minuten in diesem Game geblieben und das spricht halt sehr viel dazu, dass dieses Game wirklich zum Entdecken einlädt, dass man sich in der Welt umschauen kann und alle möglichen feinen Sachen finden kann, Schatztruhen plündern, Feinde bekämpfen, dies und das. Es spricht, finde ich, schon mal positive Zeichen an, dass dieses Game wirklich jemanden auch in seinen Bann ziehen kann, dass es die Fähigkeit dazu hat. 1360 Serim, also die Helden sozusagen, man ist ja ein Serim, die haben ein unglückliches Schicksal erlebt, also sind gestorben, 1360 Tote. 884 davon sind wegen Feinden passiert, also von Feinden gekillt. Der Rest der Umwelt, also wir haben hier schon einen krassen Anteil. 500 Leute oder 500 Tode sind passiert, weil die Leute irgendwo runtergefallen sind oder runtergestoßen worden sind und daran gestorben sind. Also das finde ich eigentlich auch ziemlich lustig. Und im Vergleich zu den Statistiken aller Personen, die vor dem 28. Februar Daten gesendet haben, also die Leute, die sonst bereits davor dieses Game spielen, wahrscheinlich auch viele Entwickler und so, ist die Sterblichkeitsrate neuer Spieler um 80% höher. Also wer das Spiel beherrscht, stirbt deutlich seltener. Das kann man, denke ich, mal so festhalten. Die Neuen sind 80% höher mit der Sterblichkeitsrate im Game unterwegs. 2.393 Auferstandene wurden getötet, zusammen mit 346 Nith. Und also die Gegnertypen, es wurden einige Feinde gekillt während diesem Test. Und ja, hier einfach auch noch eine Siegquote zum Warwick. Das ist ja dieser Boss gewesen, den man auch in diesem Bosskampfvideo von IGN sehen konnte, wenn ihr euch daran erinnert. Die Siegesquote liegt bei 22%. Und ja, das spricht zumindest mal dafür, dass der Boss herausfordernd ist und nicht jeder das mal sofort schafft. Also eine Anforderung an den eigenen Spielerskill ist schon da. Man muss die Bosse auch ein bisschen studieren und sich drauf einlassen, vielleicht ein paar Mal versuchen, bis man es schafft. Aber ansonsten sieht das, finde ich, mal gut aus. Wir werden jetzt nicht alles hier durchgehen. Ich denke, das wäre sonst auch ein bisschen zu trocken für euch. Ich dachte nur, ich teile mal ein paar dieser Daten mit euch. Falls euch diese ganze Sache noch interessiert, ich poste euch den Link natürlich zu diesem Beitrag gerne, damit ihr euch das angucken könnt. Dann möchte ich euch noch kurz auf was hinweisen, was No Rest for the Wicked, der Twitter-Kanal, selbst auch gepostet hat. Es gibt nämlich einen Discord, es gibt ein Reddit und es gibt ein Forum zu diesem Game. Und da lege ich euch natürlich ans Herz, falls ihr da up-to-date bleiben möchtet, guckt da vorbei beim Reddit. Ich bin da jetzt auch beigetreten, weil ich auch nicht wusste, dass sie ein Reddit haben. Und ich bin vor kurzem auch ins Forum reingegangen, weil ich auch nicht wusste, dass sie ein Forum haben. Also hier, sehr gute Sache. Postet die Links wahrscheinlich auch nochmal irgendwo ran,
damit ihr da auch reingehen könnt, falls ihr Interesse an diesem Game habt. Und letztendlich ist es das eigentlich von meiner Seite aus schon. Falls ihr Fragen zum Game habt, versuche ich natürlich auch gerne, euch das in den Kommentaren zu beantworten. Falls noch was offen ist, ich versuche mehr und mehr Informationen zum Game zusammenzutragen und aus sämtlichen Quellen zusammenzustochern, damit ich so gut up-to-date bin, was dieses Game angeht, wie ich nur kann. Ich freue mich riesig auf den 18. April und lasst natürlich auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr dabei seid, und lasst ein Like da, wenn ihr wollt, dass mehr Content zu diesem Game kommt. Würde mich sehr freuen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, und dann vielleicht bis zu einem nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao.